Also einen schönen guten Morgen. Ich würde heute erzählen, wie ich meinen Unterricht in der Hack-Darmsek mit den heutigen Mitteln organisieren würde, ohne zusätzliches Geld in der Schule auszugeben. Das allererste wäre, dass ich jeden Lehrer, ich weiß noch nicht, was ich dem abverlangen muss, dass es auch funktioniert, einen Tablet, einen großen Tablet kaufe, und zwar, das wäre ein Samsung, das muss aber nicht sein, aber der Samsung hat einen sehr guten Stift, wo man auch schreiben kann, und Tablet-Verwendung ohne eine Tastatur ist fallweise mühsam. Das heißt, ich habe auch eine Bluetooth-Tastatur, habe eine Zeit lang mit Chromebooks geliebäugelt, aber das hat einen erheblichen Vorteil, diese Kombination, weil ich auch das Hochformat nutzen kann. Ja, ich kann Querformat und Hochformat nutzen, und das ist natürlich eine tolle Geschichte, meine ich. Ja, ich könnte also auch das Hochformat nutzen. Diese Software, die ich hier nehme, ich weiß nicht, wie sie sich insgesamt durchsetzen wird, heißt MobiZen. Es ist eine Android-App. Für Samsung wird automatisch die Samsung-Version installiert. Und auf jeden beliebigen Computer dieser Welt kann man Verbindung herstellen, indem ihr einfach im Browser www.mobizen.com eingibt, jetzt nichts machen. Es ist nur eine Verbindung da sinnvoll. Ja. Und dann muss man mir die Nummer durchgeben, dann können wir Verbindung herstellen, und ich könnte auch von Ramingstein aus hier die ganze Geschichte zeigen. Damit wäre an der Hack-Darmsek sichergestellt, dass ich alle alten Beamer, wo ein Windows-Computer dranhängt, sofort mit meinem Tablet verbinden kann. Das ist ein Punkt, der für mich abgehakt ist. Elegantere Lösungen werden wir morgen beim Helmut sehen. EZ-Cast, wenn man lässige Beamer hat, kann man natürlich auch EZ-Cast nehmen. Das ist mir natürlich auch nicht entgangen, wo man da genau schaut. EZ-Cast Pro, ja, ich experimentiere damit auch, hat aber die Notwendigkeit eines Hardware-Tongles. Da muss ich beim Beamer was dazustecken. Beim Beamer ist noch eine, wenn ich einen Fernseher anschließen möchte, dann muss ich mit EZ-Cast fahren. Das wüsste ich nicht, wie das gehen sollte. Gut. Das ist aber nicht das Hauptthema. Einerseits jetzt, mein Thema lautet Tablets und Knoppix. Ich gehe jetzt einmal auf eine kleine Rückschau. 2001 hat ein gewisser Karl Sarnoff geschrieben, man soll nicht herumjammern in der Gegend, dass man keine Software hat. Da gibt es was ganz Tolles, eine Knoppix Live-CD, und da ist so viel Software drauf, dass ihr sicher jahrelang unterrichten könnt. Ich habe diese Knoppix heruntergeladen. Das hat, glaube ich, 8 Stunden gedauert mit den damaligen Verbindungen, obwohl es nur die CD-Version war. Und 10 Rohlinge verbrannt, bis die 11. dann funktioniert hat. Vielleicht können wir Lunga besser Schnaps brennen als CD brennen. Aber inzwischen ist das alles perfekt. Ich meine, ich bin ganz begeistert, dass ich Mitte September zu Hause bei mir in der Einschicht einen Internetanschluss an Mobil mit 145 Megabit pro Sekunde Download bekomme. Ja, von 3. Das Meganetz von 3 LTE. Ich musste einen neuen Würfel kaufen, einen LTE-fähigen, und natürlich der Vertrag kostet ein bisschen mehr. Der alte Vertrag hat 18 Euro pro Monat gekostet, und der neue Vertrag, der billigere, mit 25, ich habe gleich einen mit 45 genommen, wieder das Geld auszuschmeißen, aber ich kann bei Vorträgen 16 Android-Geräte damit versorgen. Das heißt, in Ramingstein im Wirtshaus, eine kleine Computerschulung ist mit dem Würfel
perfekt geregelt. So. Inzwischen eingeschlafen. Grisu. Ja. Servus. Das war ein Auftritt. So. Ich nehme etwas, bitte, was ich heute nicht diskutieren möchte, sind die Sachen, darf man Facebook, Dropbox und so weiter verwenden. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, weil in Deutschland haben wir jetzt wieder einen Rückanhänger. Ja, Vollbild noch. Vollbild. Also in Deutschland werden heftige Diskussionen geführt, ob man sowas wie Dropbox oder Facebook Manager verwenden darf. Ich nehme die Dropbox. Das kann man dann sicherlich für alle mal freigeben. Ich werde am Schluss versuchen, bis morgen da ein bisschen was zusammenzustellen. Und Grisu schalte weg. Ja, weil jetzt können wir direkt die Verbindung nehmen. Und die Dropbox, wo ist die jetzt geblieben nochmal? Die Dropbox. Aha, jetzt habe ich es geschickt verdoppelt und verdreifacht. Dropbox, so. Erster Kommentar. Knoppix-Tage 2015. Da scheinen wir richtig zu sein. Jetzt müssen wir die Verzögerung. Ja. Die Verzögerung, Dropbox. Man kann mit der Maus am Computer natürlich auch bedienen, aber irgendeine Havarie haben wir da jetzt. Da haben wir irgendeine Havarie. Die mir nicht ganz klar ist. Was das ist. Also schaut es besser aus. Die Dropbox. Ah, okay. Ich bin natürlich da schon drinnen, jetzt in der Dropbox. Dropbox. Und wenn man diese Bilder, wir könnten es live auch schauen, aber das ist dann nicht ganz gleich. Wenn man das durchschaut, Knoppix, das ist zu Hause mein Knoppix-Computer, ein Mini-Desktop, nach Tipp von Klaus auf der 500er Platten eine Flash-Installation gemacht. Das ist das System, das da ganz gut läuft, und das andere steht den Daten zur Verfügung. So, wenn man das Menü durchgeht, die Barrierefreiheit ist ein ganz wichtiges Thema, aber natürlich nicht an allen Schulen. Wir haben in meiner Karriere einen nahezu blinden Schüler gehabt, der hätte das gut brauchen können, für den ist es aber ein bisschen zu spät gekommen, unsere Kenntnisse gegeben hätte, hätte es das Adriane-System schon. Also die Barrierefreiheit, das spielt sicherlich eine ziemliche Rolle. Ich werde nochmal versuchen, das halt, nein, nicht das Whiteboard brauchen wir nicht, sondern das da. Sieh schon, an dem muss man noch ein bisschen arbeiten da. Das nächste, also auf die Barrierefreiheit gehe ich jetzt nicht speziell ein, obwohl da Sachen drin sind, E-Book, Speaker und so, weil ich mich beim Unterrichten mit Tablets sehr stark auch mit E-Books befasse. Die nächste Geschichte ist ja schon die Bildung. Right? Die Bildung, ja. Die Finger, Kamera, halt, nein, nichts Blödsinn, Knoppix-Tage nochmal. So, die Bildung, das wird wohl das gewesen sein, die Bildung.
Kann man das größer machen? Ja, ja. Man muss sich nur trauen. Dann wird da ja einiges möglich. Mit der Bildung sind wir adressiert. Ja? Also dieses Menü, wenn ich meine Fächer hernehme, GeoGebra ist vorhanden, Maxima ist vorhanden, Klaus erfüllt da immer meine Wünsche. Ich glaube, in der neuesten Version ist das Maxima da noch nicht drinnen. Schau mal. Ja. Irgendwie habe ich es vermisst. Ja. Das Denemo, das ist ein ganz lustiges Programm zum Komponieren. Ich verstehe nichts davon. K-Algebra für Mathematik, Calcium klingt, das habe ich alles noch nicht so genau durchgeschaut, weil ich nur beschränkte Zeit habe. Und den jungen Kollegen, den Michael, den kann ich nur bewundern, dass er sich so viel Zeit nimmt für das, weil da würde ich natürlich 500 Jahre alt werden müssen, dass ich das alles auch mir aneignen könnte. So, da ist K-Turtle, ist die Turtle-Grafik, einst weltberühmt, mit Logo. LibreOffice-Mat ist so ein bisschen eine Möglichkeit, mathematische Formeln zu schreiben. Ja, ganz unten ist da für mich das wichtigste WX Maxima. Das Computeralgebra-System, das ich bevorzuge und das auch schon eines der ältesten ist. So, langsam. Langsam, Johann. So. Büro. Büro. Ziehen wir es wieder auseinander, das Büro. Das erste, das Calibre, das brauche ich, wenn ich mit E-Books arbeite. Numerik ist eine Tabellenkalkulation. Keil wäre zum LaTeX-Schreiben eine Möglichkeit. Ja, das LibreOffice-Paket hat bei mir längst das Microsoft-Office-Paket ersetzt. Ja, das ist eh keine Frage. Und unten TechMaker ist wieder zum LaTeX-Schreiben. Es fällt mir nicht ganz leicht, mir alles zu merken, aber zum Beispiel Springer verlangt LaTeX-Manuskripte. Ja. Es gibt eine Springer-Vorlage, wenn man dort ein Buch schreiben will, das muss man in LaTeX schreiben. Sie haben schon eine Word-Vorlage auch, aber das ist auch nicht einfacher. Also LaTeX ist ein Thema, wo man überlegen müsste, ob man das in der Sekundarstufe 2 nicht wirklich einführt. Weitz war da mit Helmut vorbildlich für die vorwissenschaftliche Arbeit eine Vorlage. Also da ist für den schulischen Bereich wirklich einiges drinnen. So, das nächste. Naja, da haben wir schon wieder eine Querverbindung zu gestern. Da kommt Python vor. Die Programmiersprache Python, die ich seit 2003 verwende, nur ganz einfach. Also, und ich habe natürlich das Pech, dass ich in der 2er-Version irgendwo hängen blieb bin und jetzt doch auf die 3er-Version umlernen muss. Das ist nicht, das sind verschiedene Linien, da muss man mehr oder weniger wieder ein bisschen von vorne anfangen, aber mit der 2er-Version geht nicht mehr sehr viel. Was sehr schön ist, ist Snagit, Bildschirm, Screenshots machen. Das braucht der Lehrer, der mit dem Tablet unterrichtet, hundertprozentig. Macht einen Screenshot, die Bluetooth-Tastatur hätte da eine eigene Taste dafür, macht ein Bildschirmfoto und dieses Bildschirmfoto kann ich dann von mir aus auf die Lernplattform schieben, sind wir wieder beim Thema von gestern, dass man eigentlich nur was ein- und was aus tut und sonst nicht viel, aber es wäre halt möglich. So. Ja, Chrome.
der Chrome Browser steht in Knoppix unter Chromium zur Verfügung. Bei der Version 7.4 wird man da immer von einer Meldung begrüßt, dass gewisse APIs fehlen und hat keine Möglichkeit, Chrome-Apps zu installieren. Und diese Chrome-Apps sind aus meiner Sicht besonders interessant. Darum habe ich ein Debian-Paket von Chrome heruntergeladen und das auch noch installiert. Das Chromium auf der 2.6 ist da ein bisschen besser, das erlaubt den Zugang zu Chrome-Apps. Aber wie weit das genau funktioniert, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, mit dem kann man ganz gut leben. Chrome-Apps. So, bei der Entwicklungsabteilung. Bei der Entwicklungsabteilung. Irgendwo was übersehen, aber so was. Bei der Entwicklungsabteilung gibt es für die Informatiker sehr viel zu tun. Auch für die Mathematiker, Octave, auch irgendein Computeralgebra-System. Für Python 2 die grafische Benutzeroberfläche. MonoDevelop, das wenn man mit Microsoft programmiert, das ist eine Brücke, dass man dort, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das dort heißt, ich werde sehr vergesslich. PHP, MyAdmin, das ist sehr nützlich, wenn man mit zum Beispiel mit dem Apache-Server und SQL arbeitet. Also, und ganz unten, was ich in der Schule noch realisieren wollte für mich, ist Umbrella. Aber da ist die Pensionierung dazwischen gekommen. Ja. Umbrella ist eine Geschichte für die Softwareentwicklung, und zwar UML-Softwareentwicklung. Wie heißt das, Klaus? Unified Modeling Language oder so. Also das wäre eine hochinteressante Angelegenheit. Das Ding will aber auch gelernt sein. Das hilft nichts. Also Umbrella kann sein, dass ich noch einmal mich drüber wage. Was ich besser finde, ja, ist aber AGO-UML. Das ist nicht drauf, ist aber in Java geschrieben und damit kann man aus Java oder C++-Programmen direkt UML-Diagramme machen. Ja. Man muss also nichts zeichnen. Für unbegabte Menschen wie mich ist das optimal. Ja, aber es ist nicht drauf. Damit habe ich schon mal gar nicht. Und C++-Programme schreibe ich auch nicht. Also ich würde doch den Zugang da über dein Umbrella da machen. Werden wir sehen, ob es noch was wird. So, was haben wir da? Die Entwicklung haben wir vorbei. Jetzt die Grafik. Die Grafik, da brauche ich sehr häufig das Snapshot, das LibreCAD werden wir noch gestern nicht mehr verwenden, aber das OpenSCAD, das wird eine heftige Verwendung bei mir finden, vor allem einfache Beispiele für die Sekundarstufe 1, weil ja im Schulsystem für die neuen Mittelschulen sehr stark auch Tablet Projekte forciert werden. Nein, das jetzt darf ich mich nicht auf den Holz wegbegeben. Da brauche ich noch einen Missing Link, brauche ich noch eine Verbindung zum Knoppix-Rechner. Jetzt von Tablet direkt geht das ja noch nicht. Ich habe aber dann ein Beispiel, was man doch mit den Tablets alles machen kann, damit nicht K.O. Argumente das ganze Projekt zerstören. Übrigens, das Screenshot, diese Taste, Screenshot, nutzt ein Knoppix-Programm. Wie heißt das? Das ist Ja. Also wenn man auf die Druckentaste drückt, müsste GNOME Screenshot kommen, wo man dann
Ja, bei dir hat es einen deutschen Namen drauf. Es ist in irgendeinem Menü, warte mal, vielleicht bei der Grafik auch. Ja, gut, das müssen wir dann in Dings schauen. Geht übrigens, glaube ich, bei der 7.6er nicht ganz lupenrein. Ja, also da, machen. Dann zeigt er manchmal ein leeres Fenster. Genau, aber nicht bei allen Rechnern. Das ist komisch. Ja, aber hier war es, da auf meinem Platz hinten war das gestern der Fall, das wollte ich sagen. Das ist ein Problem, weil so zum Unterricht solche Screenshots sehr praktisch sind. Ja, muss halt der Knoppix noch daneben stehen. Gut. Was haben wir? Das sind noch, die Grafik haben wir gehabt. Mit Grafik habe ich wenig im Sinn, aber manche Sachen braucht man eben doch. Halt. Jetzt bin ich wieder gekonnt rausgefallen. Eins zurück. Internet. Wie schon gesagt, habe ich auch Google Chrome installiert, obwohl mir das auch ein bisschen nervt, weil das ab und zu Geständnissen neigt. Oje, das hätte nicht passieren dürfen. Stürzt es einmal heftig ab. Ich weiß noch nicht genau, man liest einiges, was da im Hintergrund vorgeht. Also der Chrome-Browser ist da, Firefox, Chromium-Browser, der Conqueror wird vielleicht ein bisschen zu Unrecht vernachlässigt. Also da habe ich noch einiges auszuloten, was ich da noch gut verwenden kann. Opera habe ich auch installiert. In meinem Konzept soll stark die Internetnutzung eine Rolle spielen, darum ist das ein Thema. Nicht in allen Browsern geht alles gleich. Also GeoGebra 3D-Darstellungen gingen nicht mit allen Browsern so lückenlos zum Beispiel. Das nächste wäre Knoppix. Knoppix. Das sind wir mitten unter uns. Ja, ich habe Knoppix 2001 als Reservesystem gesehen. Wir haben Notebook-Klassen eingeführt und das K.O., die K.O.-Sache für den Direktor war, die Lehrer sind gekommen, es fällt immer irgendein Computer aus. Ja, ich sage nichts, Knoppix-CD einlegen, weiterarbeiten. Das war so meine plakative Grundidee. Darum habe ich nach dem Ding gesucht. Samba-Server haben wir uns gespielt. Ja, das unterste ist ganz wichtig, zusätzliche Programme installieren. Wenn man Programme installieren möchte, die man auch ganz gut brauchen kann, die Klaus aber nicht drauf tun kann aus rechtlichen Gründen, da kann man über diesen Umweg einiges tun. Ja, da Knoppix HD-Installation habe ich nicht gemacht. Ich habe eine Knoppix auf Flash kopieren gemacht auf meine Festplatte. Das scheint durchaus praktisch zu sein. Wenn ich nach Darmstadt wieder komme, wird jetzt 7.6 drauf geflasht. Wenn du das auf dem Stick, die DVD auf dem Stick kopierst, machst du eine Flash-Installation. Ja. Beziehungsweise SD-Karten, wahrscheinlich geht auch was, oder? Ja. Live-System. Ich rede immer vom Live-System trotzdem. Für mein kleines Notebook habe ich eine SD-Karte mit einer Speicherkapazität von 64, Micro-SD-Karte mit 64 GB. Diese Speicherkapazitäten sind gigantisch geworden.
Das nehme ich für meinen Computerstammtisch, zum Beispiel um Filme abzuspeichern, den Teilnehmern die Filme mitzugehen und sie dann auf einen Spaziergang über die Promenade zu schicken mit einem Android-Gerät. Ja, also da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Spiele würde man grundsätzlich großzügig vergessen. Ich spiele eigentlich nur Kartenspiele mit gewöhnlichen Karten. So. Spiele. Also wie gesagt, da kann ich überhaupt nichts beitragen. Diese Abteilung habe ich niemals genutzt, gestehe ich. Dann sind wir bei den Systemwerkzeugen, ja, da braucht man doch einiges. Zum Beispiel K3B, das Debi-Installationsprogramm ist für einen Laien wie mich außerordentlich praktisch. Ich habe von den Knoppix-Tagen am wenigsten mitbekommen, da ich mich immer von Verwaltungstätigkeiten ablenken ließ. Ja, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass wir das immer gemacht haben. Es hat mich immer weitergebracht. Ich kann zum Beispiel heute einen außergewöhnlichen Canon-Drucker nicht installieren, weil keine Ahnung, wie das geht. Aber es ist mir eigentlich egal, weil in meiner Welt zuerst die PDF-Datei dran ist und dann das Restliche. Ja. Ich habe ein paar Windows-Computer auch herumstehen und Klaus kriegt jetzt einen davon, damit er das durch ein vernünftiges System ersetzen kann. Ab 7.4 geht nämlich bei Knoppix das Wacom-Tablet. Ja. Also das heißt, meine alten Konvertibel-PCs, den ganz alten gebe ich ihm nicht, den wollte er schon seinerzeit einmal haben, aber der muss aus historischen Gründen bei mir bleiben. Du kriegst ein bisschen einen neueren, der ist fast ungebraucht, nur für einen einzigen Vortrag, weil die diese Geräte verwenden wollten. Es ist aber das Gerät mit Windows 7 vollkommen überlastet. Ja. Da muss man starke Optimierungen machen. Und seitdem ich weiß, dass der Stift dort auch geht, bei diesem Konvertibel-Computer, wird der Klaus da schon ein Mustergerät draus machen. Wir haben gestern eine Idee, dass wir eventuell mit Windischkasten schauen, dass das Gerät kriegst, dass ich nicht ganz rausfahren muss. Vielleicht kann man das irgendwie machen. Entweder, dass ich nach Windischkasten fahre oder bei einer Rückreise, dass wir uns irgendwo treffen. Ja, haben wir das im Kopf behalten. Das war natürlich ganz großartig. Dann essen wir ein Kürbiskernparfait und du nimmst ihn mit. Ja, ja. So, da. Ja, die Virtualbox und so Sachen. Da ist enorm viel drauf, dass ich als Knoppix-Anwender. Hat sie jetzt ein Beamer? Ja. Prima. Ja, gut. Naja, es macht ja nichts. Das ist ja was Neues, da muss man praktische Erfahrungen machen damit. Das heißt, ich in der Schule würde ich da hinten sitzen, damit ich das alles gleich sehe, was nicht geht. So. Ja, über das, also da, das braucht man alles irgendwie. Die Unterhaltungsmedien sind nicht so wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Wine schon wirklich ziemlich viele Windows-Programme gut abarbeiten kann. Also man muss nicht unbedingt einen Windows-Computer haben. Das Wine, da ist einiges möglich mit Wine. Also da die Unterhaltungsgeschichten, ja, K3B kommt da auch wieder vor, klarerweise. Da ist sicher interessant, Outer City, Audio Recorder, das sind sicher ganz interessante Sachen auch drinnen. Wine, gibt es nicht viel zu sagen, der Windows-Emulator, Wine. Ja, damit sind wir da eh fertig, weil das Zubehör könnte auch noch gut sein. Beim Zubehör, ja,
braucht man. Ja doch, Moment einmal, da braucht was da so unscheinbar drinnen ist, der TechMax Editor. Mit dem, das ist eine Oberfläche auch für LaTeX, wo man mit Plugins zum Beispiel sagen kann, ich möchte einen LaTeX-Text schreiben, aber die Maxima-Berechnungen gleich mit Plugins einbaue. Und zwar wirklich, wirklich interaktiv. Ja. Also der TechMax-Editor, das ist, glaube ich, ein großartiges Werkzeug, der TechMax. Da gibt es auch viele verschiedene Plugins, auch Python-Plugin und so. Wenn man mal sein erstes Python-Buch schreibt, Python für Anfänger, würde mit TechMax vielleicht ganz gut gehen, mit dem da. So. Was haben wir noch? Ja, der Flash-Player, das ist so ein Beispiel dafür, wo man im Knoppix-Menü die zusätzlichen Installationen aufrufen muss. Ja, die Druckeinstellungen, vielleicht sollte ich mich damit selber noch ein bisschen auseinandersetzen, dass ich da noch Fortschritte mache. Es ist auf jeden Fall Knoppix, mein Alltagsbetriebssystem auf meinem Schreibtisch zu Hause. Großen Bildschirm vom Stefan, einen Mini-Desktop und die Geschichte hat sie. Ja. Das ist eine ganz vernünftige Konfiguration. Und in der Schule würde ich wirklich so ein Tablet heute mitnehmen. Und die Schüler, für die Schüler ist das groß, weil Samsung hat das Gerät schon wieder vom Markt genommen, weil es ihnen zu groß ist. Sie sagen, das kauft keiner. Ja. Dabei ist das Beste, was man sich so vorstellen kann. Ja. Ich habe mir für meinen 8er-Tablet, den kann man durchgehen, eine Bluetooth-Tastatur auch gekauft. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Bluetooth-Tastatur ohne eine Tastatur geht teilweise nichts. Das kostet, was weiß ich, 30 Euro, so eine Bluetooth-Tastatur, die gleichzeitig als Deckel dienen kann. Die zugekaufte hat ein bisschen das Ding, dass das Gerät ab und zu heiß wird. Dann sagt er, du musst ein bisschen was abschalten. Bei der Samsung passiert das nicht. Das wäre dann doch ein Witz. Die haben das wahrscheinlich schon ausgelotet, dass das Gerät das vertragt. Aber Tablet in der Schule verwenden, ich kann aus meiner Erfahrung nur raten, einen Eingabestift, mit dem man wirklich schreiben kann, und eine Bluetooth-Tastatur. Dann ist das ein sympathischer Ersatz für ein Notebook. Gut. Da können wir jetzt da rausgehen. Können wir da rausgehen. Ja. Gehen wir mal da raus. Und begeben uns auf die weitere Reise beim Tablet. Erstens, das Chaos-System schlägt weiter zu. Wie kann ich meine schönen Windows-Programme verwenden? Hackdarmstück hat da längst eine Lösung, also die schlafen ohne mich auch nicht. Da gibt es nämlich den Remote Desktop Client, wo ich den Terminal Server der Hackdarmstück anrufen kann. Falls der Kollege Grübel nicht auf Urlaub ist. Das schaut so aus. Kollege Grübel ist noch in Griechenland. Ja, ja. Der ist bestimmt bei einem scharfen Sommergewitter, hat er sich ausgeschaltet und ist nicht mehr hochgefahren. Aber da kommt der Terminal-Server, der Hackdarmstück, wo ich natürlich auf dem Gerät Zugriff zu sämtlichen Programmen habe. Also das ist keine. Also die EZ-Cast-Software, die uns Helmut morgen nahe bringen wird, ist natürlich auf meinem Tablet auch vertreten, weil ich das benötige, wenn ich einen großen Fernseher anschließen möchte. MobiZen braucht ja irgendeinen Browser, um das in Empfang zu nehmen. Dafür kein Dongle. Ja, da braucht man dann einen Dongle. Und hier EZ-Cast Green
würde hier die Rolle des Fernsehers natürlich ohne Dongle übernehmen bei dem Gerät. EZ-Cast also bis morgen. Was ganz wichtig ist, sind die E-Books. Nochmal, was man sich wirklich merken sollte, die Schule, ein Terminal-Server für Windows, dann ist viel, sind viel Sorgen weg. Die Schüler können in den Bus auf den Schulserver zugreifen und so weiter. Die Internetverbindungen müssen passen, sonst geht natürlich nichts. E-Books gehören zum Lernen mit Tablet-PCs hundertprozentig dazu. Und die sind ganz praktisch, weil die ja auch bei Internetausfall funktionieren. Welchen Reader dann man verwendet, ist Geschmackssache. Ich habe Freude gefunden an Universal Book Reader. Da habe ich meine Bücherei zusammengestellt. Und was sehr praktisch ist, PDF-Dateien kann ich da auch als Buch hineinstellen. Das Knoppix auf Raspberry Pi oder Pi, das habe ich vom Klaus einfach heruntergeklaut und das Buch in meine Bibliothek gestellt. Ja, zum Lesen wäre, ja, das ist eh Querformat, passt eh wunderbar. Also der Universal Book Reader, das ist eine ziemlich sympathische Angelegenheit, muss ich mal behaupten. Die werbefreie Version kostet eine 4 Euro oder was, wenn wir uns noch leisten. Ja. Was man damit machen kann, brauche ich jetzt da nicht ausreizen, aber der gefällt mir wirklich gut. Ich verwende da PDF-Dateien und richtige E-Books. Was habe ich da? Ah! Ich habe in der Schweiz mit dem Tablet einen Kurs Arbeitspsychologie mitgemacht und das ist die Teilnahmebestätigung. Ein wichtiges Thema heutzutage, MOOCs und so weiter, so Online-Schulungen. Das ist auf iversity.org gelaufen, habe einen Kurs über Arbeitspsychologie mitgemacht, hätte ich vielleicht früher gut brauchen können in der Schule. Jetzt habe ich nur sagen können, der Professor hat recht mit dem, was er sagt. Das klingt vernünftig. Dann habe ich eine selbstgemachte Formelsammlung. Das ist wieder so eine Geschichte. Das ist WX Maxima. WX Maxima, da haben wir gestern diskutiert wegen MatCard. WX Maxima haben wir die Matura mit WX Maxima schreiben lassen und das kannst du so schön gestalten im Endeffekt, wie du das da siehst. Ja, in WX Maxima und da machst du einen HTML-Export und von HTML-Export in Word oder ja, so weiter verarbeiten. Also da, mit dem lasse ich für mich zufrieden etwas anstellen auch. Gut, wichtiger Punkt, E-Books. Ja, womit macht man E-Books? Da gibt es viele verschiedene Ansätze, zum Beispiel an der TU Graz, der APC-Publisher. Ja, bei LMS im Burgenland gibt es das E-Buch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon perfekt als E-Book gelten kann, aber kann man auch einiges tun. Für die Gestaltung von E-Books nehme ich ein indisches Produkt von meinem Facebook-Freund Gaurav Tiwari. Ja, machen wir einen Blick dorthin. Damit kann man nämlich wirklich ganz, ganz einfach E-Books machen. Ja, der ist fast so gut wie der Klaus Knopper, Gaurav Tiwari. Dazu braucht man zum Beispiel einen Chrome-Browser, Safari-Browser oder sowas. Ich starte den Chrome-Browser, das kann man jetzt natürlich auf jedem Computer probieren. Ich starte den Papyrus-Editor. Der Chrome-Browser und da starte ich den Papyrus-Editor. Papyrus-Editor.
Linux.com. Er funktioniert nicht mit allen Browsern, aber der Chrome-Editor, der Chrome-Browser muss funktionieren. Ja. Und es ist ein Login erforderlich, es kostet nichts. Es kostet nichts, man muss sich nur registrieren mit E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Passwort und dann geht Login. Ah, mein Passwort habe ich natürlich, oh, ist eh da. Da sind jetzt die Bücher, die der Weilhard in Arbeit hat. Ein Gebetsbuch. Ja. Computer für dich und mich. Promenadenakademie, Python für Anfänger, Internet und Bildung, Kosten- und Preistheorie, Maxima Online-Seminar. Also da mache ich meine E-Books. Das ist ein derart geniales Produkt. Ich werde ein Beispiel zeigen. Ich fange jetzt kein neues an. Aber was man da machen kann, Computer für dich und mich. Upgrade, wie das Buch, das kostet was, wenn man Upgrade macht. Da kann man mehr dann als 2500 Wörter schreiben. Ich habe noch nie mehr gebraucht. Also da kommt nicht so viel zusammen. Das sind keine dicken Bücher. Und sonst kostet 15 Euro das Upgrade, wenn man es upgradet. So, Computer für dich und mich. Ja, ihr müsst jetzt euch einen Sound legen, sonst ist natürlich nichts. Computer für dich und mich. Da ist der Editor, wie ich das Buch bearbeite. Ja, da, ich kann es da ganz gut gliedern. Also das kann man in jedem Gegenstand brauchen. Also das ist nicht auf irgendwie Mathematik oder Informatik beschränkt. Ich halte da wirklich sehr viel von den selbstgebauten E-Books. Ja. Ja, machen wir eine Veränderung. Ich will da die Murtaler Zeitung auch noch dazu schreiben. Da, Murtaler Zeitung. Also ich kann es dauernd überarbeiten, wenn ich möchte. Muss das Ganze dann speichern. Und müsste es neu publizieren, damit die Änderung verarbeitet wird. Aber vorher man kann das, die Seiten schreiben, aber man kann auch fertiges Material benutzen und das ist der große Gag. Ja. Man kann fertiges Material benutzen, wenn ich zum Beispiel die Stammtischseite von Ramingstein Kilmbrennpost Punkt halt Kilmbrennpost. Kilmbrenn ist der höchste Berg in den Ramingsteiner Nockbergen. Kilmbrennpost, 2408 Meter hoch, höher geht's nicht. Kilmbrennpost, der hat gerade Betriebsurlaub, der Kilmbrennpost-Stammtisch. Ja, und wir machen diese Meldung, wir machen Pause, baue ich jetzt in das Buch ein. Ja, nur als Beispiel, wie das ginge. Wir machen Pause, antippen, dann den Link kopieren, ist wieder zum Teufel gegangen. Ja. Super. Naja. Ja, es kommt da schon langsam. Also Ctrl-C. Ja, kommt. Und da ist jetzt die Tastatur wieder lässig, weil das Kopieren beim Tablet, wenn man nicht geübt ist, das ist nicht so einfach. Wenn ich jetzt auf E-Books gehe, da Create E-Books, wenn ich jetzt da hergehe und kann sagen Import Chapter, ja, kann ich das da einfügen. Warte mal.
Das hat er wahrscheinlich noch mal vergessen gehabt jetzt. Steuerung C und dann müsste ja da Steuerung V passen und dann Import und da ist jetzt ganz unten halt. Ja, da habe ich es schon gesehen, wir machen Pause. Nimmt man einfach um. Also wenn man sich in einem Blog Notizen macht, kann man aus diesen Notizen später relativ bequem ein E-Book zusammenstellen. Heute für eine gute Möglichkeit. Ja. Und Hack Damsig hat begonnen, die Schüler Blogs schreiben zu lassen, dass man ab der ersten Stufe sie anhält, ein persönliches Blog zu schreiben, wo sie relativ ungeordnet auch was notieren können. Aber sie müssen einen Blog schreiben und aus dem könnten sie dann solche Dokumentationen zusammenstellen. Ja. Das ist jetzt vom Layout ist das nichts perfekt, aber Save, Publish, Dokens unten einstellen, es ist ganz privat, Coming Soon, es ist gratis, Social Payment, dann kriegst du es nur, wenn du in Facebook oder Twitter oder so das Buch lobst und du kannst verkaufen, also das ging ja auch. Wir machen einmal Publish, dass wir sehen, wie das funktioniert, Publish. Also noch nicht angesprungen drauf. Publishing your book. Er macht jetzt eine PDF-Datei. Er macht ein EPUB-Format. Er macht das Kindle-Format, Mobi. Und er macht eine Webversion. Auf einen Schlag. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, den ich mitgeben kann. Das lohnt sich wirklich. Das ist auch, glaube ich, ein nettes Unterrichtsthema. Wo auch immer. So, Publishing, wo ist er? Beim PDF ist er jetzt. Ganz am Anfang heißt es. PDF. Gaurav Tiwari. Kennengelernt über Facebook. Die EPUB-Version, also die ist mir die liebste. Also Unterrichten mit Tablets gehört für mich verbindlich mit E-Books zusammen. Ja. Das geht alles auch ohne Internet, wenn einmal nichts da ist. Ja. EPUB-Version. Wenn er fertig ist, schickt uns eine E-Mail mit den Links. Braucht man nur herunterladen und verwenden. Das ist alles in der Produktionskette. Ja. Download Files hier, beziehungsweise schickt uns auch eine Mail. Wenn man es downloadet oder so, ist eine ZIP-Datei, die man zerlegen muss in die Bestandteile und im PDF oder sonst was. Ja. Ist das genug bei dem? Das ist nämlich wirklich nicht schwer. Ich habe immer gesagt, dass die Rechte, wir müssen Sachen machen, wo man nicht extra Schulungen brauchen. Also das ist der Papyrus-Editor, den tut man einfach verwenden. Ganz vernünftig ist, wenn man sich angewöhnt, gewisse Sachen in Blogs zu schreiben. Und da habe ich schon 2007 angefangen. Das erste war, dass ich im Informatikunterricht immer nach der Stunde ein paar Eintragungen gemacht habe für mich. Was haben wir heute gemacht? Wie ist das gegangen? Einfach einen Blog-Eintrag, das war irrsinnig nützlich, das gibt es zum Beispiel heute noch. Ich habe das jetzt da. Die Stammtischpost sollte man weg. So. Informatik. Was ein bildungspolitischer Skandal in Österreich ist, dass der Informatikserver in Graz mangels Geldes nicht mehr weitergeführt werden konnte. Also es ist wirklich schlimm. Informatik.
Kompetenz, Informatikkompetenz, das braucht man sich nicht merken. Merken soll man sich, dass man Blogs machen soll. Ich nehme zwei Systeme, entweder Blogger von Google, aber immer mehr WordPress. Ja, WordPress ist am Anfang nicht so einfach. Ja, dass man da muss man ein bisschen mehr lernen. Blogspot.com. Ja, die Informatikkompetenz. Was würde ich im Informatikunterricht machen? Stationenbetrieb. Und diesen Stationenbetrieb kann ich natürlich mit dem Tablet super managen. Schauen wir gleich, ob Knoppix eine Rolle spielt. Machen wir mal Härtetest. Knoppix. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es gar nicht vorkommt. Dann muss ein Klaus heute auf Nacht ein Bier zahlen. So. Knoppix. Da, Knoppix. Linux Universalgenie. Ja, in meinem Blog. So. Okay, solche Blogs schreiben. Und ich vergebe im Blog, vergebe ich Labels. Und nach diesen Labels, für den Computerstammtisch gibt es zum Beispiel das Label CSD. Oder für ein Kollege von mir macht bei Wifi einen Kurs für das Arbeitsmarktservice, der hat mich gebeten, ihm Tipps zu geben. Wifi AMS, dann hat er das Label beachtet, da kriegt er alle Tipps, die für ihn gedacht sind. Er muss einen Kurs machen über Media, Social Media und so. So ein Beispiel, externe Bookmark-Verwaltung machen. Auf der Lunga Academy, das ist meine Homepage an sich, ja, Homepage. Das Bild oben hängt bei mir, ist riesengroß, hängt bei mir im Vorhaus, das ist der berühmte Domertaler Pfarrer. Und Seite 2 ist seine externe Bookmarks mit Magadu, sowas ähnliches könnte er machen, wo man dann seine Links schön sammeln kann. Gut, E-Books, irgendein Blog führen, auch wenn man nicht mit Tablet unterrichtet, genügt Knoppix vollkommen. Mit Knoppix kann man sehr schön Blogs machen. Gut, gehen wir da heraus. Meine private Homepage, also links ist Lernen und rechts sind so aus Ramingstein und Umgebung. Lungau erleben, was gibt's da? Aha, genau, der Helmut hat gesagt, den Strudeltrilling muss ich mitbringen. Aber es war ein Unikat, tut mir leid. Ja, ab und zu erinnere ich mich meiner Bäcker-Vergangenheit. Als Student habe ich mein Geld als Bäcker verdient, nachher tue ich wieder was backen. Ja, okay. Diese Homepage ist ein Word, also das ist ein WordPress-Blog und Lunga Academy besteht auf der Seite praktisch nur aus Blog-Selektionen. Irgendein Label zum Beispiel Nockberg.com Label trauerfällig, wird es keinen geben, ist hoffentlich keiner gestorben, momentan kein Trauerfall. Gut. So, gehen wir wieder zurück, ganz nach außen. Wenn ihr irgendwas seht, was wissen wollt, was ist, aber da habe ich eine Sache, das Thema Mindmaps. Die Mindchat-Maps, das ist ein bisschen eine kostenpflichtige Sache, ist sicher fast das Beste, das es gibt. Es gibt aber Online-Versionen, Mindmap und so ähnliches. Also Mindmaps sollte man auf jeden Fall auch machen. Was in Deutschland heftige Diskussionen gäbe, wenn ich sage, Facebook Messenger oder sowas sollte ich verwenden. Ja, da haben wir gestern gesagt, die Smartphones und so weiter. Ja. Facebook-Manager, warum? Wenn zum Beispiel jemand eine Aufgabe nicht lösen kann, mit Messenger, Foto, Knips und schicken. Und auf dem Tablet kann ich natürlich mit dem Stift sofort damit umgehen. Ja.
mein Stift, also der Stift, da kann ich sagen, ich brauche jetzt da eine Hardcopy. Ja. Okay, gut. Der Vorteil wieder, ich konnte nämlich da hinten sitzen, da sage ich das selber, dass es nicht geht. Aber man müsste die Führerinnen und Maus bewegen, auch wieder nichts. Gut, das kann man ja, wäre eine Einstellungssache, dass man sagt, nicht raus kann. So, gut. Haben wir wieder alles? Gut, und jetzt schreibe ich drauf, jetzt mache ich einfach falsch, ja, und schicke sie ihm wieder zurück. Oder so brutale Angelegenheiten. Da kann man, wo schicke ich es hin? Ja, ich schicke es in Helmut. Ja. Helmut, entschuldige, aber wir brauchen eine Adresse. Eine Adresse muss man Helmut erst einmal suchen. Ein wichtiger Grund, der Stift. Ja, dass ich gleich kurz was erledigen kann. Helmut. Ja, du kannst gleich empört reagieren und hinter schicken, ich kenne mich nicht aus. Okay, das sind Abläufe, die einfach kurz gut sind. Ja. Der Missbrauch mit Daten und so, das ist ein anderes Thema. Da muss man sich nachher noch Gedanken machen. Ich meine, da solche Sachen können ja nichts passieren. Es kann natürlich schon was passieren, weil das ja mit Personen verbunden ist. Da ist zum Beispiel eine Schülerin, die ab und zu bei mir Tipps braucht, die schickt mir dann eine Frage beim Beispiel 2, wieso sie da nicht auf 5,3 kommt. Auf 5,3 kommt und nicht auf minus 5 und 3. Ja, das Foto war nicht, wenn sie es gleich gescheit herdrahtiert. Aber man kann relativ schnell beantworten, weil du die Angabe nicht richtig abgeschrieben hast. Das ja, erledigt. Also. Und dann, oh ja, oh ja, oh, oh je. Lungarisch. Oje, oje, du hast ein Gefühl für Lungarisch. Das fällt mir. Oje, ja, sie geht in Mura in die Schule, hat sie vielleicht ein bisschen was mit aus Mura. Also so zu Nachhilfeaktionen ließe sich so ein Messenger wunderbar verwenden. Ein anderer Messenger, ganz kurz, ein anderer Messenger verwerfen, ist der Telegram-Messenger. Ich weiß nicht, wer den schon kennt. Der soll wesentlich sicherer sein als Facebook-Messenger. Aber der ganz große Gag ist, da kann man zum Beispiel an das Computer-Algebra-System Maxima Nachrichten schicken. Ja? Und der Computer antwortet dann mit der Lösung. Machen wir ein Beispiel dazu. Machen wir ein Beispiel dazu. Helmut, ich werde gleich antworten. Ja, du hast ein bisschen eingeblendet. So, aber wir dann jetzt eine Maxima-Aufgabe mit Telegram-Messenger lösen, indem wir an Telemaxima ein Mail schicken. Ich finde es witzig, aber gut brauchbar. Ich habe meine Maxima-Beispiele zum Beispiel auf Weilharter-Info. Auf Weilharter-Info. Das können Sie alle aufschlagen und bitte weitererzählen, dass man das gut verwenden darf. So, alles erlaubt, Weilharter-Info. Da geht es ums Computersystem Maxima und auch GeoGebra. Weilharter.info. Weilharter.info. So. Ich werde da einmal wegtun. Weilharter.info, wenn wir da was aussuchen, eine Tangente durch Punkt an Kreis, eine Tangente durch Punkt an Kreis, dann
eine Tangente durch Buch ein Kreis. Wenn ich jetzt diesen Quelltext hier, ja, diesen Quelltext markiere, das Kopieren mache mit Steuerung C, da taugt mir die Tastatur wieder, wenn ich mal gang nach oben mache. Das ist eine Frage der Gewohnheit. Android 5.0 ist schon sehr fein ausgearbeitet. So, jetzt gehe ich über den Task Manager. Der Task Manager auf den Telegram Editor, auf den Telegram Messenger. Tue hier mit Steuerung V das Ganze einfügen. Schicke es an den Telemaxima Server. Ja, schicke es an den Telemaxima Server und bekomme hier eine Antwort zurück. Ja, eine Antwort, das ist die fertige Abrechnung. Ja, wir schicken ihm das Rechenprogramm und die fertige Abrechnung schickt er zurück. Finde ich witzig und gut brauchbar auch. Ja, man muss die beiden Sachen dann daneben lesen, weil er da eigentlich nur die Output-Sachen herpickt. Aber Telegram kann man auch andere Programmiersprachen machen damit und so. Der Macher heißt irgendwie Enric, also Telemaxima und Telegram.org, Telemaxima. Sonst ist auf der Seite, glaube ich, nichts mehr, was ihr euch verzöhnen müsst. Und wir können einmal ins Innere fortschreiten. Wenn wir Pause machen sollen, müssen wir einfach sagen, da Kontakte, eigene Dateien, Planner, E-Mail, Nachrichten, S-Note ist von Bedeutung, die Videoplayer, klar, dass man Kamera braucht heutzutage, ist eher ein klarer Fall auch, die Kamera, ja, den hinteren Computer ein bisschen fotografieren, ja, dann schicke ich gleich wieder einen Helmut, der ist jetzt das Opfer. Ja, ich kann es verschicken, wohin ich, das ist wurscht, wo, oder? Der Messenger ist zwar schon da. So, Helmut, du bist verschwunden, du warst nicht mit dem Messenger, du hast den Facebook, oder? Schon. Okay. Bildunterschrift, Foto. Ich schick's jetzt in Sven, dass der was kriegt. Ja, Sven. Ja, er hat sich gerade irgendwie ins Geschäft. Oder war das was anderes? War das nicht? Eben noch eingeblendet sind. Ich nehme Vorsicht rein. Ein Helmut. Der Helmut hat sich da schon. Helmut Bär. So. Ah, das ist irgendein anderes System. Mal schauen dann, was er schreibt, der Sven. So, Foto. Helmut. Und da Foto. Ja, irgendwie tue ich jetzt pushen. Wo schickt er das jetzt hin? Ja, passt eh aus. Passt eh. Gut. Sven, was hast du denn geschickt? Zwei neue Nachrichten vom Sven über Telegram. Ja, ja, super, ich bin ganz begeistert. Ja, Telegram hat einen gewissen Reiz für so ein wissenschaftliches Zusammenarbeiten, finde ich. Ja. Gut. So, Kamera brauchen wir jetzt nicht ausreizen, das weiß zum Beispiel der Griso, ich hätte eine alte Kamera für dich, aber zu Hause in Ramingstein. Ich fotografiere es einmal ab
Dann kannst du schauen, ob du das brauchen kannst oder nicht. Er tut alte Kameras sammeln. Ja. So. Da ist etwas, was man ein bisschen braucht. Die eigenen Dateien braucht man auch. Eh klar. Die eigenen Dateien braucht man. Ja, und da ist ja ein ziemliches Durcheinander. Jetzt muss ich noch eine Ergänzung zu Mobizen machen, warum ich das so gerne nehme. Das Mobizen hat jetzt nicht nur die Aufgabe da, das Beamen, das war mir ein bisschen zu wenig. Es hat noch einen anderen Reiz, das Mobizen. Und zwar, danke Helmut. So, und zwar, also wer ein Android-Gerät hat, das zahlt sich hundertprozentig aus. Also außerdem, es ist ein Screen-Recorder dabei. Right? Es ist ein Screen-Recorder dabei. Und zwar, wenn ich da drauf drücke, kann ich den Screen-Recorder einschalten, ja, und den lasse ich jetzt einmal laufen. Ja, den lasse ich jetzt einmal laufen. Wo waren wir, auf welcher Seite? Wir waren auf der Seite, auf der waren wir. Ja, Evernote ist das bekannte Evernote. Evernote kann man auf den verschiedensten Systemen verwenden. Evernote geht natürlich auch auf Knoppix, gar keine Frage. Evernote, sonst ist da eh nichts Wichtiges drauf. Auf der S-Note, das sind jetzt natürlich die Sachen, wo ich jetzt meine Tafel wirklich ersetze. Mit S-Note mache ich mein Tafelbild. Betriebsoptimum und rechne das da runter und kann ein Schüler, wenn er es braucht, kann es ihm schicken oder kann es in die Lernplattform stellen. Also das ist jetzt mein Tafelersatz. Kann natürlich viel mehr, das S-Note, aber einfach mein Tafelbild aufbauen. Aha. Was ist jetzt passiert? Jetzt blinkt das da. Jetzt feigelt es wirklich, weil der Screen-Recorder und Beamen, glaube ich, das überfordert ihn fast. Dann mal das Recording ausschalten, in der Hoffnung, dass es dann wieder besser geht. So ist es. Und der Film, der aufgezeichnet wurde, den kann ich hier, Recording completed mit einem Player anschauen. Und den lasse ich jetzt einmal laufen. Wo waren wir? So, wenn kritische Sachen im Unterricht sind, kurz mitlaufen lassen, da könnt ihr es euch noch einmal anschauen. Warum man das da noch nicht eingespielt hat, man kann viel mehr Zwischenstopps machen, was sehr günstig ist, weil sonst kommt da viel Blödsinn zusammen. Ja? Also der Rekorder. Gut. So. Gut. Weg. Nein, das darf ich nicht wegstellen. Auf der nächsten Seite. Also da waren wir gerade. Auf der nächsten Seite. Es gibt einen Buchreader. Einen Buchreader gibt es auch bei Android selbst. Einen Buchreader, Playbücher oder Playbooks, das ist noch nicht da. Da Netztest, Instagram, Blogger, Booking.com, Benup, Servus TV, Mindchats, Telegram haben wir schon gehabt, Castpro, Skitch ist ganz gut brauchbar, das gehört ein bisschen zusammen auch mit Evernote, Skitch, Helmut, der H-Word also und Hangcom und so, das ist so ein bisschen, oder wer hat gesagt, wem geht das Open Office ab auf dem Android?
Da gibt es so Sachen, mit denen man einiges machen kann auch, aber ich mache sowieso viel mit Google Docs online. Mit Google Docs, ja, da ist sonst eh nichts drauf auf der Seite, womit ich euch da so wie Amtsfinder, das ist das Help-GVAT, OneNote, OneDrive, die Sachen können alle auf, ja, die können alle auf. Die kehren da alle auf. Maxima und Android ist eine Android-App zum Computer-Algebra-System. Maxima vom Honda, vom Japaner. Python 3 hat inzwischen da Eingang gefunden. Python 3 zum Python-Programmieren. Street View ist neu, das sehe ich da neu. Das hat sich bei irgendeinem Update jetzt offenbar eingeschwindelt. Die Basisbibel, das ist ein Traum. Ich habe einen Theologiekurs gemacht zu Beginn der 80er Jahre und habe dort von 11 Prüfungen 7 Prüfungen abgelegt. Dann hat es mich nicht mehr gefreut. Habe ein Jahr unterrichtet in denselben Klassen Mathematik und Religion. Ja. Schüler, du warst vorher gesagt, er sagt, heuer ist mir das gefährlich. Sag ich, nein, gibt es keinen Zusammenhang mit Mathematik. Und habe heuer mich entschlossen, dieses Studium noch abzuschließen, die restlichen Prüfungen machen. Und da habe ich natürlich gleich eine ordentliche Bibel gebraucht, die Basisbibel, die der Professor fürs Neue Testament dort beim Kurs, den ich da gemacht habe, bewilligt hat. Ja. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, Bibelstelle. So, was braucht man? Wir brauchen die Apostelgeschichte, ja, könnt ihr Stelle aufschlagen oder kann den Anfang auch machen, Apostelgeschichte. Und das Schöne ist da, für den Religionsunterricht, das war der Schock gewesen, wenn ich das gehabt hätte, da hätte ich natürlich brillieren können, weil die ganzen Erklärungen da habe. Hätte ich überhaupt nichts Wissen braucht, hätte ich Religion unterrichten können. Also die Basisbibel, sie kostet, glaube ich, ein bisschen was, aber die ist super. Also Religionsunterricht haben wir so mit abgedeckt. Ja, alles klar, Religionsunterricht. Und da sind nur ein paar Sammlungen bei Google. Sind da die Bücher drin? Die Bücher von Google, Play-Bücher. Das ist so ähnlich wie der Book, der Universal Book Reader. Naja, da sind jetzt natürlich auch verdammt viele Bibeln drinnen. Ja. Ja. E-Books, wichtig. Wie auch immer. E-Books. So. Bei Google ist man da. Sonst noch nicht so viel wichtig. Nachdem ich schlechte Englischkenntnisse habe, muss ich mir ab und zu beim Übersetzer rückversichern, in der Hoffnung, dass es nicht ganz schief geht. Ja, und die Browser sammle ich da auch. Da ist ein wichtiger Tipp, der Photon-Browser. Das ist einer der wenigen, der Flash-Sachen machen kann. Ja, also unter Android Flash ist da nicht sehr gut lauffähig. Der Photon-Browser, den muss man sich extra installieren, wenn man mal wirklich Flash-Geschichten braucht. Flash-Geschichten, und dann muss man das Flash extra einschalten, da mit dem Blitz oben. Muss man sich das Flash einschalten. Das braucht man irgendein Beispiel. Machen wir mal virtuelle Experimente. Virtuelle. Weil es ist schade, da gibt es oft viele alte Materialien, die sonst nicht mehr gängen. Mit dem Photon-Browser, der hat das irgendwie hingekriegt. Der Photon-Browser, die virtuellen Experimente. Bei der Universität Bayreuth. Bei der Universität Bayreuth.
Jetzt schalte ich vorsichtshalber Flash ein. Flash Session. So. Flash Session. Und mache einen virtuellen Versuch. Sagen für die Unterstufe immer so. Also das Denkansatz. In dem Wind, dann ist es ganz egal. Ja, also mit dem Browser gingen die Flash-Elemente, wenn es braucht. Mehr brauchen wir jetzt eh nicht. Ja. Damit komme ich eigentlich schön langsam. In Bereitschaft, alles mögliche Fragen zu beantworten, aber ich komme eigentlich zum Ende. Ich muss aber noch mal zusammenfassen, was ich eigentlich sagen wollte heute. Die Frage, die mir Ministerialrat Christöffel 2011 gestellt hat, kann man mit Tablet-PCs unterrichten, ist jetzt eindeutig mit Ja zu beantworten. Also mit dem Gerät geht es hundertprozentig. Ja. Ich würde es ablehnen, ob die Schüler mit einem Gerät nur mit auskommen. Mir habe ich das eh durchgegeben, ein anderes Tablet. Mir würde für die Schüler sowas gefallen, das 8 Zoll Tablet, auch mit der Tastatur. Und das hat auch einen Stift drinnen, ein S-Pen. Das kann ich nämlich in meiner Jacke einschieben. Das ist praktisch zum Mitnehmen. Meistens habe ich nur das mit. Ja. Das 8er, aber das 12er. Das 12er zum Dirigieren, man sieht ja, ich bin ja nicht mehr in Übung, aber im Prinzip geht das, was ich mir vorgestellt habe, weil die Beamer-Frage war am Anfang 2011 unlösbar, mehr oder weniger mit den Android-Sachen, es sei denn immer, wie der Helmut gesagt hat, man muss routen. Du hast mir was gezeigt, ein Hofgast ein wird. Wie man da was machen kann, das war zwar nicht mit Routen, aber mit Kabel ist ohne Routen gegangen. Wenn man es über WLAN machen hätte sollen, wäre Routen erforderlich gewesen. Und das weiß ich zwar, dass der Klaus das kann und der Helmut, aber ich kann das mit Sicherheit nicht. ja. Und Knoppix ist für mich ohnehin unbestritten, mein Desktop-Computer zu Hause. Ist ein Mini-Desktop von Stefan Reisinger. Stefan auf jeden Fall. Und ein riesen Bildschirm. Ja. Und eine Flash-Installation vom Knoppix-Stick. Danke einmal für die Aufmerksamkeit. Ich werde versuchen, die Dokumentation da noch zusammenzustellen. Ich tue mir schwer, vorweg eine Dokumentation zu machen. Es ist mir lieber, wenn ich durchgehe und mir fällt ein, meine privaten Sachen habe ich noch nicht ganz gesagt. Also Lungau Academy hat man schon gesehen. Dann gibt es computermathematik.info, das ist auch eine Seite von mir. Und weilharter.info, also weilharter.info und computermathematik.info. Für den Mathematikunterricht und ob Religion was kommt, wird es ja sehen. Vielleicht ist Religion jetzt auch stark im Kommen, dass ich gewillt bin, mich mit Python zu befassen, sieht man erstens da und zweitens gibt es etwas, was ganz, ganz super ist. Es gibt Online-Geschichten, da ist Python noch nicht sehr entwickelt, aber wenn man möchte, kann man so kleine Chrome, getdatajoy.com, getdatajoy.com, da kann man online Python programmieren und R programmieren. Und diese Online-Geschichten gefallen mir besonders gut, weil ich eigentlich nie überlegen muss, welches Gerät ich mithaben muss. Ja, es geht nur, da geht nur keine interaktive Eingabe, die muss man weglassen. Aber für modellhafte Programme, wenn ich mich anmelde,
Login. Jetzt ist wieder die Frage, ob ich mein Passwort schon wieder vergessen habe. Natürlich. Ziemlich sicher, oder? Dann da. Ja, Passwort war richtig. Das kenne ich erst ganz kurz. Ja, da haben wir schon kommuniziert. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist für den Unterricht ganz super. Ein bisschen Geometrie. Ja. Ja, das Python-Programm. Ich habe voriges Jahr bei OpenHPI in Potsdam einen Online-Kurs für Python mitgemacht, der für Schüler gedacht war. Der hat mich aber ganz schön gefordert, muss ich sagen. Ja, der war nicht einfach, obwohl es nur ganz Grundlagen waren. So, Python-Programmierung können wir da machen. latte.de.share.latte.com. Also das freut mich, dass ich das nicht schon lange gelernt habe, LaTeX. Und damit ich nicht lange überlegen muss unterwegs, wo ich ein LaTeX-System habe, Knoppix ist ja ideal, da steht ja alles zur Verfügung. Aber wenn ich auf Windows erst schauen muss, dass ich da mit dem LaTeX halbwegs, ja, das ist, der Klaus schüttelt zu Recht, oder er sagt, das, da hat der Johann recht, das ist fraglich. So, LaTeX in German. Anmelden. So, auf. Dann hat er, warum habe ich das da verschieden? So. Oi. Das ist ja, ich setze es zurück, mir ist wurscht, bevor ich lange nachdenke. Das ist sehr empfehlenswert. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Das stammt von irgendeiner Universität, die mir jetzt nicht einfällt. So, ein E-Mail müsste gekommen sein. Ein E-Mail für neue Nachrichten, wenn man jetzt dabei ist. Verlate ich, dann muss das Passwort zurücksetzen. Reset Passwort. Ja, zack. Das ist ein Segen, das Reset Passwort. Sonst hätte ich schon viele Computer wegschmeißen können. So, Login, Johnny. Ist kostenlos, einfach registrieren und dann einige. So, Deutsch noch. Es ist, Springer will ja, dass man die Bücher in LaTeX schreibt. Jetzt habe ich das Maxima-Buch, das ich da in Arbeit habe. Ja, und der professionelle Anspruch von dem ist schon da, weil zum Beispiel die Springer-Vorlage bei dem online ist die Springer-Vorlage schon drinnen auch. Ja. Und da entsteht mein Buch, wenn ich es endlich einmal verstehe, genau, das Maxima-Buch.
aktualisieren, irgendein Fehler, ne? Aktualisieren. Was hat er denn da noch? Maximal kompakt und verständlich. Ja. Und da entsteht das Buch und da in der Mitte schreibt man es. Ja. Also ich hoffe, das wird einmal jetzt fertig, weil gesundheitsbedingt bin ich ab und zu nicht wirklich konzentriert genug, um weiterzuschreiben. Ja. Aber wenn man da irgendwo hertippt, muss man auf der anderen Seite, da kann man gut. Ich brauche nicht ins Detail gehen, aber das ist ein guter Tipp. Wenn man in LaTeX was machen möchte, ist das vielleicht ein guter Anhaltspunkt, wenn man nicht selber sich um das System genau kümmern muss. Man kann schön oberspeichern und auch dann in anderen Systemen weiter bearbeiten. Ja. Gut, aus.